Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Project Zomboid mit dem lieben Assreiter. Hallo und recht herzlich willkommen. Der jetzt gerade nicht in unserer Nähe ist und dem Knolle, der hier gerade vor mir steht. Genau, wir sind hier im Haus, gucken die Zombies an. Ja. Ja. Und ja. Ja. In der letzten Folge ist der Ass leider gestorben. Ja, wieder mal. Im Zombie-Massaker. Ja. Ich habe einen tot geschlagen und dann wäre ich danach gestorben, weil ich habe. Dose mit Hundefutter, so das kann ich. Herzinfarkt. Dosenöffner gehen nicht kaputt, dann kann ich die Dose mit Hundefutter ja mal öffnen. Muss irgendwo eine Tür sein, aber ich finde sie nicht. Weil hier gibt es auch noch ein Schlafzimmer in dem Haus. Schade, ne? Ich müsste auch mal was essen, sehe ich gerade. So, ich habe Schmerzen und ich habe eine geringfügige Verletzung. Was macht man denn gegen Schmerzen? Tür öffnen. Gegen Schmerzen? Warte, ich hatte doch, glaube ich, was extra mitgenommen. Schmerzpillen, ja, siehst du mal. Onkel Knolle denkt mit. Pullover und Laken habe ich gefunden, super. Okay, pass auf, dann nehme ich mir die mal. Schweinekotelett, das kann ich auch fallen lassen. Tabletten einnehmen. Ich hab auch Speiseeis. Zeitungen bringen es nicht, oder? So, wie viele von den Schmerztabletten muss man denn einnehmen? Nimm erstmal so wenig, wie es geht, würde ich sagen. Okay, ich habe eine genommen. Hast du Hunger? Geringfügige Schmerzen. Nee, Hunger habe ich keinen, danke. Gut. Ich muss jetzt irgendwas weglegen, was jetzt für nicht mehr Anfänger. Landwirtschaft für Anfänger und für nicht mehr Anfänger. Das hört sich perfekt für den Obstgarten an. Ich habe irgendwie Fischen für. Oh, da sind Zombies, da gehe ich nicht hin. So, jetzt ist hier die Frage, was kann ich wegtun, was relativ schwer ist? Du kannst irgendwas, ist egal, ich habe jede Menge Platz noch. Achso, ja, dann packe ich hier das Essen mal. Um genau zu sein, kann ich noch 50 Kilo tragen. Ach, du hast einen Rucksack, ne? Richtig. Hör hier, dann immer meine Schrotflinte, bevor ich da wieder Mist mache. Na super, und ich krieg die Tür nicht zu, ne? Und dann kommt der Zombie jetzt. Na toll. Oh, da kommt einer, da kommen Hunderte. Ich glaube, das war's. Lauf, Ass, lauf. Wo hast du das denn reingetan? Ich glaube, ich habe es noch geschafft, da rauszukommen, tatsächlich. Wo liegt das? Liegt das auf dem Boden? Liegt auf dem Boden. Ich nehme einfach mal alles raus, was ich hier finde. Das liegt auf dem Boden, aber das Schweinekotelett brauchst du nicht nehmen. Du musst packen in Behälter, wie das heißt, ne? Nicht. Ach, egal. Ich habe eine Bratpfanne gefunden. Super. Ja, die sind relativ gut zum Kämpfen, habe ich gehört. Ja. So ein Brett zum Beispiel hilft nicht. Also Nudelholz ist sehr effektiv. Ja. Was stimmt denn mit dem Schweinekotelett nicht? Das muss man erst braten und das ist für die Apokalypse erstmal nicht so toll, würde ich mal behaupten. Ach so. Dass man erst alles braten muss. Ich hab's einfach mal mitgenommen. Geringfügig verletzt, erste Hilfe benötigt und ich bin Arzt. So, ich bin auf einer Straße mit einem weißen Streifen. Dort waren schon viele. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, wo ihr seid, aber ist ja nicht schlimm. Oh, jetzt sehe ich auch, dass man was... War das schon mal so, dass man rechts klickt, macht, dass man bauen kann? Ja. Oh, ich lebe hinterm Mond. Wusstet ihr das schon? Das liegt daran, dass ich einen Hammer in der Hand habe, glaube ich. Ah, weil ich einen Hammer im Inventar habe, wahrscheinlich, ja. Pausenklaus, wollen wir wieder rausgehen? Jetzt habe ich schon wieder so einen Zombie hinter mir. Ich muss gerade mal kurz ein paar Sachen umsortieren. In den Rucksack. Ich schaff's nicht, die Bandage anzupacken. Oh, hier ist eine Müllkippe oder sowas. Und da sind ganz viele Zombies. Shit. So, jetzt sehen uns die Zombies, glaube ich, weniger. Und da sind sie schon im Haus drin. Macht Sinn, ne? Wenn das Licht anmacht, wenn man das ausmacht, dann lockt das, glaube ich, Zombies eher mehr an, als dass es sie vertreibt. Hehe. Du kommst egal, da ich hab zurecht, Knolle, ja? Sieht so aus bis jetzt. Oh, kann man auch gedrückt halten. Ich habe Panik. Aber man kann auch gedrückt halten. Habe ich dich getroffen? Nee, bei mir ist ein Zombie gekommen. Oh. Oh. Oh, scheiße, ich habe keine Waffe ausgerüstet. Warum nicht? Du stirbst gleich, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Shit, angespannt, etwas nervös bin ich jetzt auch noch. Die Zombies sind alle hinter mir her, so ein Shit. Geh doch weg jetzt. Unten ist noch eine Straße. Du dummer Kackzombie.
lebensgefährlich verletzt. Diese Nacht wird nicht angenehm werden. Furchtbare Schmerzen. Oh, warte mal. Schmerzpillen. Nimm einfach alle. Oh, 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 du bist gleich tot. Okay. Und da war's. Bin ich schon stark verletzt. Ich habe 41 Zombies getötet. Cool. Bist tot, oder was? Ich bin tot, ja. Oh. Aber ich bin als Zombie gerade wieder aufgestanden. Na. Ach. Kannst du jetzt als Zombie weiterspielen, ne? Knolle, du musst unbedingt mich plündern. Ich habe nämlich einen großen Wanderrucksack gehabt. Habe ich schon mitgenommen. Eine Axt. Kaum eine Minute tot, schon ist die Leichenfledderei im Gange, ne? Ja, klar. Ich habe das eigentlich auch nur jetzt, na, du denkst jetzt natürlich hier, ne? Das war jetzt nicht mit Absicht. Na klar war das mit Absicht. Ich möchte ja irgendwie das Überleben für mich sichern. Das heißt, ich lösche dich aus. Okay. Damit ich eine höhere Chance zu überleben habe. Das ist doch ganz normal. Macht Sinn auf jeden Fall. Okay, ja, dann erstelle ich mir nochmal einen neuen Charakter, ne? Warum mach das mal. Warum habe ich denn hier keine Vorlage? Man weiß es nicht. Ach, ich habe dich da hinten irgendwo... Ja, da bist du. Nee, warum geht das X nicht zu? Na ja, da geht's zu, okay. Schulranzen. Ey, ja, jetzt muss ich erstmal was trinken und so, ne? Weißt du, hat der Schulranzen mit und gibt mir den nicht. Ich sag auch noch, ich hab kein... Ja, die kann man beide anziehen. Ach so, die kann man beide... Oh. Oh. Mhm. Oh! Schulranzen. So, wie kann ich den ausrüsten? Wie kann man den anziehen? Primär ausrüsten. Oder sekundär ausrüsten. Aber Durst so. Habe ich immer noch so ein Shit. Habe ich denn nichts zu trinken mit? Wassermelone, die müsste doch Durst löschen, oder? So, ich nehme einfach Standard jetzt hier. Zack. Ja. Das ist die Endzeit. Und aber da bin ich schon wieder, glaube ich. Jetzt stark verletzt, ich habe Schmerzen. Ich bin schwer beladen, ja. So, ich bin wieder da. Und jetzt gucken wir noch. Wo bist denn du so? Ja, wo seid ihr so? Im Moment bin ich in dem dunklen Haus. Jetzt nehmen wir jetzt mal Schmerztabletten. Erstmal irgendwas. Super, Blatt Papier. Einwandfreier Loot. Oh, warte mal, hier. Schmerzen. Moin. Aber wenn das nicht... Stark verletzt, angespannt. Ja, wenn man wüsste, ne? So, ich glaube, dieses Haus wurde schon geplündert. Okay. Kannst du irgendwie nach draußen gucken? Siehst du irgendwas? Ich habe Panik. Hilfe! Was habt ihr denn mit eurer Panik? Ja. Ach, ich habe irgendwas, dass ich nicht panisch werde, ne? Hier, desensibilisiert, glaube ich. So, ich bin jetzt rausgegangen. Pass auf. Ich bin an einem Briefkasten. Aber hier steht gerade ein Zombie rum. Ich glaube, das bist du nicht, ne? Tja, wenn ich jetzt noch eine Waffe hätte, ne? Ich glaube, ich habe nicht eine vernünftige Waffe dabei. So, ich habe gar keine Waffe und mache mich jetzt mal auf den Weg irgendwo anders hin, weil das Haus war schon geplündert. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hier gerade ein Haus mit Solarpanels gefunden habe. Also merkt dir, wenn du Zombies in der Nähe hast, dann mach nie das Licht aus, wenn es an ist. Du meinst vielleicht, sie sehen dich dann nicht, aber dann merken sie halt, dass das Licht ausgegangen ist. Okay. Da müsste man auch bedenken, habe ich Licht. Klingt clever. Okay. Ja, das ist ein Shop. Open steht hier. Okay. An einer Straße mit durchgezogenen Streifen. Oh, ich bin an einem ziemlich großen Haus, was mit einem ziemlich großen Holzzaun umzäunt ist. Und da gehe ich jetzt mal rein. Okay. Ein ziemlich großes Haus mit einem ziemlich großen Holzzaun? Ja. Ich bin auch an einem ziemlich großen Holzzaun und Häusern. Nee, extrem panisch bin ich immer, ey. Über mir ist irgendwie ein großer Parkplatz. Mit einem Ding ins Maschendrahtzaun. Maschendrahtzaun. Da sind auch noch ein paar von denen, aber ich brauche irgendwie noch einen Raum, wo ich noch passendes Werkzeug finde, irgendwie so. Ein Nudelholz kann ich da auch reinlegen.
Hungrig bin ich. Jetzt kann ich auch das Speiseeis essen. Hm. Okay, ich nehme jetzt erstmal irgendwie alles mit, was mir spontan nützlich erscheint. Oh, ein Dosenöffner. Perfekt. Nudelholz, yeah. Okay. Nudelholz ist gut. So, das sollte ich dann vermutlich direkt schon mal als Waffe ausrüsten, oder? Ja. Okay, Dose mit Erbsen nehme ich erstmal nicht mit. Abgeschlossen. Komme ich ins Haus nicht rein. Das ist nicht gut, ne? Nee. Ist auch zu. Schade. Und ich glaube, hier ist das Kartenende oder ist ein Zaun. Nee, da ist wohl ein Zaun. Wie komme ich denn über den Zaun? Genau. Ah, die können alle geschmeidig über den Zaun klettern, nur ich nicht, ne? Übung macht den Meister. Ich glaube, das hier ist das Haus vom Nikolaus, oder was? Ja. So, jetzt habe ich hier einen großen Parkplatz in meiner Nähe. Einen großen Parkplatz? Ja, vor einem Gebäude, wo lauter Müll liegt. Und die schlagen da schon alle meine Köpfe vor der Tür, auch interessant. Ach, hinter mir, die sind ja auch da, ne? Die hören bestimmt Metal. Die spielen lauter Heavy Metals mit in dem Spiel. So. Hm, genau. Ich hab hier gerade auch so einen Headbanger. Sieht lustig aus. Oh, da ist auch noch einer. Ich stand hinterm Haus, die nette Dame. Ich glaube, das hier, hier war ich mit Ass schon. Da auch noch einer, ne? Ja, hier waren wir auf jeden Fall. Das weiß ich sogar noch relativ genau. Da sind die Headbangers wieder, genau. Oh, verdammt, die ganzen Schränke hier sind alle leer, Hilfe! War ich da schon. Waren so meine Koordinaten, aber das gibt's ja nicht. Das ist ein Lagerhaus, guck mal an, deswegen wollen die da rein. Also ich habe hier echt ein Haus gefunden, hier ist es total ruhig gerade, aber hier ist leider nicht so viel zum Looten gewesen. Also ich habe relativ viel Essen. Ja, ist nicht zu glauben, ne? Auf der anderen Seite, die kloppen die Türen ein, ne? Und der geht auf der anderen Seite ganz locker durchs Fenster. Das sind halt Zombies, die haben kein Gehirn. Die sind halt doof. Okay, da ich noch so viel Platz im Inventar habe, nehme ich jetzt mal alles mit, was ich hier gefunden habe. Aber eine gute Nachricht ist, doofe Leute sind nicht gleich immer Zombies. Okay. Aber Zombies sind, glaube ich, gleich immer doof. Und ich bin tot. Wieder gestorben. 9 Stunden überlebt. Spielmodus Mehrspieler, tatsächlich. Okay, das war ein Satz mit X. Das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Gut, dann auf ein neues. Oh, das hier ist ein riesiges Haus. Ne, bevor wir da neu starten, sehe ich gerade, könnten wir schon wieder, ne, die Folge beenden, oder? Das stimmt, dann gehe ich nochmal zurück in mein Haus. Mach das besser. Ich mach oh, das Haus hier ist offen. Neuen Charakter. Pullover in Rot. Ach, vielleicht nehme ich mal einen Grün, vielleicht sehe ich dann besser getarnt im Wald aus oder so. Oh. Okay, also ich wäre sicher. Du wärst sicher. Ja, hier sind gerade 2 Zombies im Haus. Gut, das ist die Endzeit, steht bei mir. Gut. Ja, dann, wer war dran? Gerade, gleich. Der stirbt nicht. Doch jetzt. Dauert nicht mehr lange. Okay. Hoffe ich. Ja, das war's. Nee, doch nicht. Es hat nur so bumm gemacht. Ja.
Lass uns die Folge so schnell wie möglich beenden. Gut. Dann war's das mit dieser Folge. Ja. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss.